Jetzt finger ich hier drin rum, ey. Was ist denn los? Ja, das auf dem Dienstag. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute gibt es einen Eisbonbon-Tabak. Ich suche mal wieder, ich bin auf der Suche nach dem Eisbonbon-Tabak. Ja, bisher habe ich ja noch nicht einen gefunden, der zu 100% nach Eisbonbon geschmeckt hat. Heute geht es um den Ottermann-Eisbonbon bzw. um die Molasse. Wurde mit einem Grundtabak angefeuchtet. Kommen wir gleich mal zu den Preisen. Und zwar 135 ml Molasse kosten 8,90 Euro. Das Ganze sollt ihr laut Hersteller mit 70 Gramm Rohtabak anfeuchten. Ich würde eher auf 50 Gramm tippen. Müsst ihr selber probieren, ja, oder ihr fragt direkt bei Ottermann nochmal nach. Und ja, wir kommen erstmal zum Geruch. Ja, es geht wieder in die Richtung Eisbonbon, das definitiv. Wie sieht das denn aus, ja, drei Finger, Leute, ganz ehrlich. Es ähnelt schon sehr stark dem Eisbonbon, also den originalen Eisbonbons. Eine geile Kühle, aber eine angenehme Kühle, ja. Jetzt finger ich hier drin rum, ey, was ist denn los? Ja, das auf dem Dienstag. Also es geht schon sehr stark in die Richtung, ja. Ja, wir kommen erstmal zum Setup. Hier zieht es jetzt Amy Brust Click, Tonkopf, Kopfbau, mein komplettes Setup findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, Freunde, auch die Links zu Facebook, zu meinem Zweitkanal und so weiter. Ja, wir kommen zum Rauch. Also das Ding raucht wie die Hölle. Drückt nicht, kratzt nicht, er verträgt sehr viel Hitze. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher Grundtabak das ist. Ich denke mal Ritasch oder sowas, ja. Vielleicht packe ich es in die Videobeschreibung, sollte ich da von dem Mete noch eine Information kriegen. Auch lieben Gruß an dich, Digga. Vielen Dank, dass ich den Tabak bzw. die Molasse testen darf. Ist ja ein ordentlicher Shot, ja. Also da kommen bestimmt noch ein, zwei Tonköpfe raus, bzw. insgesamt drei. Vielen lieben Dank an dich, Digga. Ja. Kommt das nun ein Eisbonbon ran? Es kommt ein Eisbonbon ran. Es ist aber keine 100%ige Eisbonbon, so wie die Eisbonbons schmecken. Aber es ist wieder ein guter Tabak, möchte ich mal sagen, beziehungsweise eine gute Molasse, die in Richtung Eisbonbon geht. Der Start Now Eis. Ich weiß gar nicht. Lieben Gruß an Benny und Huti. Start Now Ice heißt der, glaube ich, oder so. Oder Eis irgendwas. Den werde ich auch mal noch testen. Der soll 1:1 nach Eisbonbon schmecken. Da werde ich mir mal irgendwo noch einen Shot holen und den euch auch noch vorstellen. Ansonsten ist es gut. Ja. Ist aber kein 100%iger Eisbonbon. Ja. Es geht wieder mal in die Richtung Eisbonbon. Ich lehne mich erstmal entspannt zurück, Freunde. Ist aber jetzt nicht, dass ich sage, der schmeckt 1:1 wie die Bonbons. Ihr habt eine angenehme Kühle. Meine Güte, böllert er. Ihr habt eine angenehme Kühle. Diese Süße, möchte ich mal sagen, von den Eisbonbons. Und man kann den in meinen Augen so ein bisschen vergleichen. Nehmt den Ultimate Blue. Nicht so intensiv wie der Ultimate Blue. Der Ultimate Blue ist in meinen Augen zu krass intensiv. Diesen Bananenton, den er hat, ja, den nimmt er da komplett raus. Hier ist kein Bananenton drin. Und dann habt ihr quasi den Ottermann Eisbonbon. Könnt ihr mal ausprobieren. Meine Fresse, seht ihr mich überhaupt? Hilfe, böllert der los. Alter Verwalter. Ja, Freunde, dann soll es soweit gewesen sein. Lieben Gruß nochmal an den Meter.
fetten Dank, dass ich den Tabak testen darf, beziehungsweise die Molasse, ja, man sagt immer Tabak. Ja, das soll es soweit gewesen sein, Freunde. Hier drüben kommt ihr zu meinem Unboxing-Kanal, abonniert das Ganze mal. Und hier unten rechts und links kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zu Facebook und zu Instagram. Könnt ihr mal vorbeischauen, da bin ich auch sehr, sehr aktiv. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, euer Shisha Schmidt. Peace.